Am Montag, dem 16. November 2009, überreichte der Leiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes Stuttgart, Werner Koch, den diesjährigen Erlös von 1.486,50 Euro an die Diakoniepfarrerin Frau Karin Ott für die Vesperkirche in Stuttgart mit den Worten: Ja, wir haben heute den Erlös aus dem Dahlienschnitt an die Vesperkirche überreicht. Eine Maßnahme, die wir schon seit 28 Jahren durchführen. Der Erlös von unserem Dahlienschnitt kommt immer einer sozialen Einrichtung in Stuttgart zugute. Dieses Jahr haben unsere Gärtner ausgewählt, wie gesagt, die Vesperkirche. Und das war eine Summe immerhin von knapp 1.500 Euro. Und es ist einfach schön, wenn man hier Geld überreichen darf, das von Blumen kommt. Und Blumen verbinden ja sehr stark. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Frau Pfarrerin Ott, dass wir Ihnen für die Vesperkirche dieses Geld überreichen durften. Ich hoffe, dass diese Maßnahme auch noch die nächsten Jahre anhält. Und ja, wir eben entsprechend dann sozialen Einrichtungen auch helfen können. Ja, ich danke dem Friedhofs- und Gartenamt, den Mitarbeitenden ganz, ganz herzlich. Ich finde diese Dahlienaktion eine ganz großartige Idee. Zum einen, Blumen sind ja für mich auch ein Ausdruck immer von Hoffnung. Die Dahlien sind jetzt im Herbst abgeerntet worden, überwintern im Keller. Nächsten Jahr kommen sie wieder in die Erde und werden wieder zu schöner Pracht erblühen. Ein Ort der Hoffnung, das möchte auch die Vesperkirche sein. Eine Hoffnung für Menschen, die in dieser Stadt in Armut, in Einsamkeit leben, die ausgegrenzt werden. Hier versuchen wir mit der Vesperkirche für 7 Wochen im Winter einen Ort zu schaffen, wo Menschen einander begegnen, wo sie mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden, aber wo sie auch Begegnungen und, was vielleicht noch wichtiger ist, menschliche Nähe und Zuwendung erfahren. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.